Moin und guten Tag aus der Freien Waldorfschule Oldenburg. Wir sind Henry und Clara und wir haben uns in einem Projekt von Werkstatt Zukunft mit dem Thema Wege zum Frieden beschäftigt. Dabei schauen wir vor allem auf die Menschenrechte und auf die globalen Partnerschaften. In den nächsten 60 Minuten wollen wir uns hier unter anderem mit der Frage beschäftigen, was kann ich selber tun? Immer wieder hören wir, dass Menschen an der Frage verzweifeln, was können wir selbst zum Frieden beitragen? Dem setzen wir in der Diskussion mit persönlichen Initiativen und Erfahrungen entgegen, die von Wegen berichten, die im kleinen oder im großen Rahmen zum Frieden beitragen. Also, Frieden, was kann ich selber tun? Zu diesem Thema haben wir vier sehr spannende Gäste heute bei uns. Aus dem Deutschen Bundestag ist Susanne Menge gekommen, Oldenburger Abgeordnete für Bündnis 90, die Grünen. Sie ist im Bundestag Mitglied des Verkehrsausschusses, des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem ist sie Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sie ist stellvertretendes Mitglied in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung und außerdem noch Studienrätin in den Fächern Politik, Wirtschaft und Sport. Eine lange Liste. Herzlich willkommen, Susanne. Auch ist bei uns Barbara von Köhnen. Sie hat mit ihrer Familie 10 Jahre in Namibia gelebt, wo sie verschiedene Friedensprojekte unterstützt hat, soziale Projekte. Außerdem ist sie auch Mitbegründerin der Vereinigung für Hör- und Sprachgeschädigte in Namibia. Eines ihrer Themen ist Vergebung und wie man dazu fähig werden kann. Schön, dass Sie da sind. Diplompsychologin in eigener Praxis in Oldenburg. Okay. Aus Osnabrück ist bei uns Dr. Thomas Held. Er ist der Geschäftsführer der Initiative Friedensforschung mit Sitz in der Friedensstadt Osnabrück. Diese Stiftung wurde im Oktober 2000 gegründet. Seit 2001 ist er der Geschäftsführer. Aus Hannover angereist ist Javier Lastra Bravo. Javier kommt aus Chile und ist derzeit an der Leibniz-Universität Hannover tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Menschenrechte indigener Völker. Zu diesem Thema war er beratend tätig im Amt des Hohen UN-Kommissärs für Menschenrechte. Auch dir ein freundliches Hallo. Wir laden euch ein, zu unserem Thema ins Gespräch zu kommen. Starten wir in unsere Runde. Ganz oben drüber steht Frieden. Was kann ich selber tun? Wir beginnen bei dir, Thomas. Wie stehst du zu dieser Frage? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich die ganz große Frage, die sich heute alle stellen vor dem ganzen Hintergrund der Weltereignisse, dem Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, dem Krieg im Nahen Osten, dem Krieg im Sudan. Und die Liste lässt sich ja beliebig verlängern. Und das ist nur die internationale Ebene. Wir haben ja auch sozusagen die Frage nach dem gesellschaftlichen Frieden in unseren eigenen Gesellschaften, ja, wo es Polarisierung gibt, wo es auch Gewalt gibt in vielen Staaten auf der Welt, Formen von autoritärer Herrschaft mit Rückwirkung bis nach Europa. Und das sind alles ganz große Herausforderungen, die uns sozusagen tagtäglich ein bisschen auf die Prüfung stellen, weil wir damit lernen, umgehen zu müssen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns mal wieder vergewissern darüber, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Nach dem Ende des Kalten Krieges, glaube ich, ist eine Generation groß geworden, die den Krieg nur sehr aus großer Distanz wahrgenommen hat. Und in unseren Gesellschaften herrschte Frieden. Europa sagt ja, die ganze Nachkriegszeit seit dem Zweiten Weltkrieg ist eine Friedenszeit, eine sehr lange Friedenszeit, auch im historischen Vergleich sehr lange Friedenszeit. Ich glaube, wir haben uns zu lange darauf ausgeruht oder beziehungsweise wir haben nicht mehr darüber nachgedacht, dass man sich für Frieden aktiv einsetzen muss. Und wir müssen lernen, wir uns wieder aktiv für Frieden und auch für Demokratie einsetzen, weil die Dinge kommen nicht von selbst. Ja. Und das wäre vielleicht mal eine ganz grundsätzliche Antwort auf die Frage. Barbara, du als Psychologin, wie gefällt dir die Frage, was kann man als alleinstehende Person bzw. als normaler Mensch für Frieden tun?
Ja, das fängt eigentlich bei sich selber an. Und vielleicht kann ich noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe Psychologie studiert, weil mich der Mensch als werdendes Wesen interessiert hatte. Und habe dann erkannt, dass eigentlich die meisten Menschen nicht in Frieden sind. Es ist zwar 1945 der Frieden geschlossen worden, der Scheinfrieden nach dem Zweiten Weltkrieg, aber in den deutschen Familien gab es, weiß Gott, keinen Frieden. Ich gebe mal ein persönliches Beispiel. Meine Mutter sagte immer, wenn ich in der Pubertät gewisse Fragen hatte, und die hatten wir zahlreiche in der Nachkriegsgeneration, dann sagte sie, um des lieben Friedens willen, sag nichts. Mein Vater war Russlandheimkehrer nach 7 Jahren. Und da war für mich Frieden eigentlich Zurücknahme, Duckmäusern und mit meiner inneren Konflikthaftigkeit zu wissen, dass meine Eltern eigentlich ein Teil dieser Zeit war, wo ich eigentlich auch nur sagte, wie konnte das geschehen? Und wir müssten nun, und da habe ich dann nachher Psychotherapie gewählt, die Traumatherapie und eine andere psychotherapeutische Methode, wie Menschen, die eben traumatisiert sind und wirklich keinen Frieden haben können, wie können diese Menschen wieder heilen? Und das ist, ich glaube, da können wir sehr, sehr viel tun, und ich fühle mich in meiner Profession auch sehr, sehr berufen, Menschen darin zu unterstützen. Das heißt aber, erstmal muss ich meinen Frieden finden. Und nun mal noch mal zu Namibia. Ich war da mit meiner Familie, und dann habe ich erstmal für Frieden in mir und in der Familie sorgen müssen, denn das ist auch nicht selbstverständlich mit 4 Kindern. Ihr kennt das sicher auch aus der Jugendzeit, zumal wir auch in einem Apartheid, damals noch in einem Staat waren, wo die Apartheid nicht so schwer wie in Südafrika natürlich zu Buche schlug, aber wo mir ganz klar war, es gibt so unterschiedliche Menschen, 12 ethnische Gruppen, verschiedene Fragen, also das ist mein Lebensthema Frieden, weil nur in Frieden kann eigentlich Zukunft entstehen und nicht in Büchern oder sonst wie. Und das, diese jetzt nochmal zu dem Vergebungsthema meinerseits. Ich habe mich mit dem Buch von Desmond Tutu, Zeit zu vergeben, befasst, wo eben in Afrika nach der Unabhängigkeit 1993 es freie Wahlen gab und oder die freien Wahlen beschlossen wurden und 1994 dann eine Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet wurde. Und das scheint für mich ein Weg, der aktueller ist denn je. Von daher freue ich mich über die Einladung, weil das ist mein Thema. Javier, du schaust auf die Menschenrechte indigener Bevölkerung. Wie würdest du auf unsere Frage, wie kann man selber für Frieden sorgen, antworten? Ja, dass ab Ebene von indigenen Menschenrechten Frieden bedeutet auch Anerkennung von der anderen. In der Geschichte, die indigenen Menschen waren immer oder sind seit Jahrhunderten eine Population, Lateinamerika zum Beispiel, die immer auf die Grenze und immer unter Druck sind bis jetzt, ne? Und in diesem Sinn, ich glaube, die Friedensprozesse in Lateinamerika sind seit Jahrhunderten noch aktiv, ne? Wir haben krasse Beispiele, wie zum Beispiel La FARC, die Guerillas in Kolumbien, die ist ein großer Konflikt zwischen indigenen Population, Narkotrafiko, es ist ein großes, komplexes Beispiel. Haben wir auch die Beispiele in Mexiko mit den Drogenkartell auch. Lateinamerika ist ein Land mit vielen Konflikten und super wenig Frieden. In dem Sinn von Menschenrechten würde ich sagen, dass für indigene Menschenrechte wäre in erster Linie die Anerkennung von der anderen und die Anerkennung von anderen Art zu leben. Da anfangen Frieden.
Und Susanne, wie cool ist das gerade im Deutschen Bundestag, beteiligt als Grüne an der Bundesregierung? Wie cool ist das, als Friedenspartei mitentscheiden zu dürfen? Ich empfinde das nicht als cool, was gerade möglich ist und was passiert. Das Uncoole an dieser Regierungsarbeit ist, dass wir im Bedürfnis, auf der internationalen Ebene friedliche Zusammenarbeit zu unterstützen, Frieden zu ermöglichen und auch präventiv zu arbeiten, aber im Bundestag selber und bei jedem Einzelnen ja deutlich wird, wie jemand mit der Absicht, wir wollen friedlich miteinander umgehen, selber umgeht und wie wenig das respektiert wird. Insofern ist das eine sehr anstrengende Arbeit, gerade als friedliebender Mensch, als den ich mich bezeichnen möchte, in der Belastung, was die internationale Situation und die Aufgaben, die wir international zu bewältigen haben und wo wir Entscheidungen treffen müssen, die mich wirklich teilweise in eine furchtbare Situation gebracht haben. Und andererseits zu erleben, dass wir konfrontiert sind mit einer geradezu hasserfüllten, respektlosen Art des Umgangs miteinander. Und meine Möglichkeit, um auf eure Frage zurückzukommen, was kann ich selber tun, ist meine Möglichkeit, vor allen Dingen in meiner Familie in Oldenburg, immer wieder für friedliches Miteinander und einen vernünftigen Umgang zu sorgen. Das war mir als Lehrkraft möglich und das vermisse ich sehr, mit jungen Menschen Konflikte aufzuarbeiten und auch zu erkennen, dass junge Menschen Konflikte mitbringen und dass sie selber erkennen, hey Mensch, da bin ich auch vielleicht unfähig, diesen Konflikt gut zu lösen, aber ich habe ein Instrumentarium und wir als Lehrkräfte haben einen Instrumentenkasten, wo wir anbieten können, dass das funktionieren kann und dass das sicherlich die bessere Wahl ist, als sich anzubrüllen, anzuschreien, fertig zu machen und womöglich auch noch in die körperliche Auseinandersetzung zu gehen. Und im Bundestag ist es die Möglichkeit, tatsächlich auch sich deutlich zu distanzieren und immer wieder zu versuchen, die zu erreichen mit einer freundlichen Sprache, mit einem guten Miteinander und einem guten Umgang. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch trägt und dass das irgendwann auch überzeugt. Ja, du hast es schon angesprochen, die Friedenssituation oder die Situation der Friedensbewegung in der Welt ist vielleicht schwerer denn je. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen in der Bredouille angesichts Situationen wie vielleicht dem Russland-Ukraine-Konflikt oder auch dem Nahost-Konflikt. Gucken wir deshalb vielleicht auf eure ganz persönlichen Erfahrungen oder auch Initiativen, die im Großen oder auch im Kleinen dazu beitragen, etwas für die Sicherung des Friedens zu tun. Ja, was Sie gesagt haben, Frau Menge, ich glaube, wir brauchen eine Gesprächskultur. Und zwar geht es tatsächlich darum, den anderen zu respektieren. Und Sie hatten ja gestern schon dieses Thema Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das heißt, wenn ich keine Selbsterkenntnis habe am Du, das Ich wird am Du zum Ich, sagt Martin Buber, habe ich keine Möglichkeit, in ein Gespräch, was friedensfördernd ist, überhaupt hineinzukommen. Und zwar brauchst du ein paar Koordinaten, die ja auch die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg lehrt, dass ich erstmal den anderen respektiere als der, der er ist oder die, die sie ist und ihm seine Wahrheit lasse. Das heißt, er ist eigentlich in einer eigenen Wahrnehmungswelt und das ist zunächst mal seine Wahrheit. Und wenn ich kein Interesse für den anderen habe und ihm gar nicht erstmal zuhöre, um überhaupt zu begreifen, was er meint, ist es schwierig zu kommunizieren. Dann geht es nämlich am Ende darum, wer hat Recht.
Und da ich auch manchmal mit Paaren arbeite, ist das eine der Koordinaten, die überhaupt eine Klärung einer Konfliktsituation zwischen zwei Individuen möglich macht. Und für mich geht auch, also da bin ich manchmal etwas erschüttert über politisch engagierte Menschen, also ich, wie wenig sie in einer Selbsterkenntnis sich bewegen. Denn ohne Selbsterkenntnis werde ich nicht friedensfähig. Weil nur wenn ich mich beobachte in meiner Art des So-Seins, kann ich ja überhaupt nicht verändern. Kann ich schauen, wie wirke ich auf andere oder wie höre ich überhaupt zu? Kommunikation fängt mit Zuhören an. Und ich glaube, bei aller Intelligenz und allen Programmen, die wir haben, fehlen uns Basiskompetenzen für das Miteinander und eine Ehrfurcht vor der Welt des anderen, ihn ernst zu nehmen. Auch vielleicht Menschen, die andere Sprachen sprechen, andere Bildungshintergründe haben. Wie achte ich denn die Putzfrau im Bundestag, sehe ich die überhaupt? Oder wie bin ich so beschäftigt mit meinen Dingen und sehe den nächsten Menschen, dem geht's schlecht? Also auch das Mitgefühl, da haben wir ja auch schon Friedensnobelpreise verteilt an Mutter Teresa, die einen Friedensnobelpreis bekommen hat, oder auch an Menschen, die Empathie haben. Zum Beispiel habe ich mich heute noch mal mit der Unabhängigkeitsbewegung in Südafrika befasst. De Klerk hat zugegeben, dass den Menschen in Südafrika Unrecht geschehen ist und hat mit Mandela zusammen den Friedensnobelpreis erhalten. Das ist für mich Friedensarbeit. Und zwar für mich zählt eigentlich nur an den Taten, werde ich die Leute erkennen, aber nicht an dem, was sie sagen. Ja, ein paar schöne Erfahrungen und Denkanstöße, die du da geschildert hast, Barbara. Das freut mich. Wir würden dann einfach mit der gleichen Frage um die eigenen Erfahrungen und Initiativen in der Reihe einmal fortfahren. Es macht unheimlich Freude in einem Ausschuss im Bundestag, das ist der Ausschuss für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich würde ihn anders nennen, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Projekte zu begleiten und zu wissen, dass sie gesichert finanziert sind und dass sie in ihrem Land dazu beitragen, dass Menschen kluge Ideen umsetzen, um sich zum Beispiel für Menschenrechte, um sich für den Klimaschutz, um sich für Naturschutz einzusetzen, was ja auch sehr eng verknüpft ist mit Friedensfähigkeit. Das ist etwas, was mich aufbaut und was mir Hoffnung gibt. Mir gibt Hoffnung, dass wir mit Ländern zusammenarbeiten, wo sehr kluge Leute uns begegnen, die Ideen haben, wie eine internationale Friedensordnung aussehen kann und die sehr kluge Ideen haben, auch was die Novellierung auf UN-Ebene zum Beispiel betrifft, wie man für mehr Gerechtigkeit sorgen kann und damit auch für mehr Partizipation einzelner Länder. Ich sage nur ein Stichwort unter vielen, das ist der Sicherheitsrat und wie der zusammengesetzt ist. Also es gibt auf internationaler Ebene sehr gute Ideen, um eine Friedensfähigkeit auszudehnen. Was notwendig wäre, wäre, dass wir den Bundestag mal ganz kritisch angucken und gucken, was für Strukturen haben wir denn da. Und um in Willy Brandts Sinne zu sagen, wir müssen mehr Demokratie wagen, würde ich sagen, dieser Bundestag kann das durchaus vertragen. A, die Frage, wie kriegen wir hier mehr Demokratiestrukturen hin und wie können wir sie umsetzen? Und das trägt natürlich mit dazu bei, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Die Möglichkeit im Bundestag, sich zu reflektieren und die Arbeit, wie man sie leistet, zu hinterfragen. Allein das ist ein strukturelles Problem, wenn ich gucke, wie wir als Individuen Getriebene sind und wie wir als Individuen in diesen Ausschüssen arbeiten. Also alles das, was zur Friedensfähigkeit und zur friedlichen Kommunikation beiträgt, ist zum Beispiel eine gute Diskussionskultur. Dieser Bundestag diskutiert nicht. Wenn Sie in die Diskussion gehen, dann diskutieren Sie außerhalb der Runden, dann diskutieren Sie mit Nichtregierungsorganisationen, mit engagierten Menschen, die ihre klugen Ideen einbringen und die einen nochmal motivieren, sich dafür zu engagieren. Aber die Kultur des Diskutierens,
des Zuhörens, des die andere Meinung respektieren und vielleicht auch mal was dagegen sagen dürfen, auch mal ganz spontan. Das ist leider nicht so. Und das würde ich mir wünschen, dass auch solche Strukturen kritisch angeguckt werden, um sie in dieser um eine gute Diskussionskultur herzustellen. Denn wir haben es mit einer Diskussionskultur außerhalb, ich sage jetzt mal, der demokratischen Fraktionen zu tun, die genau das auch ja überhaupt nicht will und auch nicht im Kopf hat. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Barbara wollte einmal etwas zu Susannes Beitrag sagen. Ja, ich wollte mich bei Ihnen bedanken, weil das ist unerträglich für Menschen, denen Gesprächskultur und Kommunikation wirklich wertvoll ist, das zu erleben. Es ist auch eine Zumutung, weil wir sind eigentlich schon ein bisschen weiter in unserer Kultur. Und ich wollte noch ergänzen, dass eigentlich Menschen, die ich kenne, ich bin da in einer gewissen Gruppe vernetzt, die sprechen nicht mehr von Diskussion, sondern sie sprechen jetzt von einem Podiumsgespräch. Und ich habe da auch Andreas Büttner gebeten, dass ich das für meine Teilnahme als Podiumsgespräch verstehe, weil ein Gespräch öffnet einen Dialograum. Eine Diskussion ist immer Schlag auf Schlag, was ich bisher erlebt habe, warum ich auch keine Talkshows und hart aber fair überhaupt nicht mehr schaue. Und ich finde es eine Zumutung, dass wir sowas hier in den Hauptnachrichten, in dem Journalismus, der Journalismus verkommt, indem er eigentlich das Wort als Waffe benutzt. Und das hat das Wort nicht verdient. Danke für den Raum. Ja, danke für den Beitrag. Wir sind jetzt ein bisschen von der eigentlichen Frage abgeschweift, aber wir würden genau mit der bei Thomas weitermachen. Und zwar, was sind deine persönlichen Erfahrungen und auch deine Initiativen, um etwas für den Frieden im Großen oder auch im Kleinen zu tun? Ja, ich möchte mal einen kleinen Kontrapunkt setzen. Und zwar, wir brauchen nicht nur eine friedlichere Diskussionskultur, wir brauchen auch eine Streitkultur, und zwar eine positive Streitkultur. Wir in der Friedens- und Konfliktforschung gehen ja auch von einem positiven Konfliktbegriff aus. Das heißt, Konflikte sind nichts an sich Negatives, sondern sie sind wichtig, um gesellschaftlichen Fortschritt zu generieren, um sozusagen zu diskutieren, zu streiten über die Themen, Kompromisse zu suchen, gute Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir sozusagen darüber nachdenken, wie gehen wir mit diesen Konflikten um. Und die friedliche Lösung von Konflikten ist natürlich das, was wir unterstützen wollen. Und die ganze Präventionsarbeit in der Friedens- und Konfliktforschung oder auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen ist darauf ausgerichtet, genau dieses zu unterstützen und einen gewaltsamen Austrag von Konflikten zu vermeiden. Und Stichwort Empathie ist schon gefallen. Ja, das hat natürlich große Voraussetzungen. Und wir können den Umgang miteinander, auch die Streitkultur, natürlich im Kleinen lernen wie im Großen. Das fängt hier in Streitschlichterprogrammen in der Schule an. Das geht über Konfliktlösungen im Deutschen Bundestag bis hin auf der großen internationalen Ebene im Bereich der Vereinten Nationen, in der EU. Da könnte man viele Beispiele nennen, die ganzen Regionalorganisationen auf der Welt. Alle versuchen sie sozusagen, diesen gewaltsamen Austrag zu unterbinden, mit Mediationsprogrammen, mit auch versuchen sozusagen mit Gewaltakteuren zu sprechen, in Dialog zu kommen. Ja, das ist also nicht nur sozusagen unter Gleichgesinnten, sondern man sucht auch die Gegner aktiv mit einzubeziehen. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und insofern ist es, wir in der Wissenschaft versuchen, dass die Erkenntnisse, die wir eben aus der Wissenschaft über Konflikt- und Friedensdynamiken gewinnen, in den politischen Raum zu geben. Und die Friedens- und Konfliktforschung veröffentlicht ja einmal im Jahr das sogenannte Friedensgutachten. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wo aktuelle Analysen präsentiert werden und Empfehlungen für die Politik formuliert werden. Und das wird in Berlin dann öffentlich vorgestellt, und es gibt eine ganze Reihe Veranstaltungen, die diese Themen aufgreifen.
Und das sind Dinge, die sozusagen jetzt auf dem, im Bereich des, der Politikberatung und Wissenstransfer stattfinden. Und ich bin selber noch beteiligt, zum Beispiel am Friedenspädagogischen Netzwerk in Niedersachsen. Hier gibt es einen wissenschaftlichen Beirat und wir versuchen eben, Menschen mit Erfahrung aus Konfliktgebieten in die Schulen zu bringen, um von ihrer Arbeit zu berichten. Ja, und das wird auch vom Land inzwischen unterstützt. Es ist uns gelungen, da auch eine Koordinationsstelle in Hannover einzurichten. Und das sind so Beispiele, wo wir versuchen, sozusagen aktiv diesen Dialog zu unterstützen. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Javier. Okay, für mich, wir haben viel gesagt in der Makroebene, in der Alltagebene. Und ich glaube, dass ich kann ein bisschen auf meine soziologische Perspektive und meine Tätigkeit in den Menschenrechten in der UE-Ebene ein bisschen sagen über diese strukturelle Probleme. Du hast ein bisschen auch erwähnt. Es gibt strukturelle Probleme und diese strukturelle Probleme in Konflikt kann man nur durch Dialog kaputt machen, auseinanderbringen. Ne? Diese strukturellen Probleme haben viel zu tun mit der Machtposition von Parteien, ich meine nicht nur politische Parteien, sondern in einer Gesellschaft verschiedene Parteien haben Konflikt und diese Machtposition muss man auseinanderbringen und den Friedensprozess durch Dialog zu schaffen. Ich kann mich sehr gut ein sehr gutes Beispiel ist der Friedensprozess wieder in Kolumbien, die schon lange, viele Jahre ist und die nur durch Dialog in den letzten Jahren ein bisschen Fortschritt gemacht hat. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass die Friedensprozess in der ganzen Gesellschaft, wir haben gerade auch gesprochen über Nachhaltigkeit und Zukunft in der Energie, das kann man auch nur durch Dialog und strukturelle Probleme auseinanderbringen und auch durch Solidarität. Ne? Die Friedensprozess braucht man Solidarität, Empathie auf jeden Fall, nicht nur in den Alltag mit Menschen, sondern Regierungen müssen empathisch mit anderen Regierungen sein, die nicht vielleicht die gleiche Machtposition haben. Ne? Und auf meine Perspektive als Soziologe würde ich sagen, so, diese Makroperspektive ist sehr wichtig, um so Friedensprozess zu schaffen. Der Traum von einer Welt ohne Krieg. Mitten im Krieg Preußens gegen das revolutionäre Frankreich ersann der Philosoph Immanuel Kant eine Utopie. Immanuel Kant griff 1795 Fragen auf, die schon seit Jahrtausenden Menschen beschäftigten. Diese Frage würde ich nun auch euch stellen. Wie lässt sich ewiger Frieden schaffen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Lässt er sich überhaupt schaffen? Vielleicht auch die Frage. Ja, sehr schwer für jemanden auch, das nicht muttersprachlich ist. Aber ich versuche so Antwort. Ja, ein ewiger Frieden, das kann man nur, Barbara, hast du gesagt, über die Anerkennung von der anderen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wie ich empathisch bin, wie die Situation von der anderen. Und nur so können wir vielleicht diese Utopie von den ewigen Frieden schaffen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Prozess, Frieden, ewige Frieden zu schaffen. Aber ich glaube, das ist sehr schwer, wenn wir noch individuell denken. Wir müssen von unserer Komfortzone ein bisschen rausgehen und in der Position von den anderen zu verstehen. Und ich glaube, so kann man auf kleine Ebene, kleine Konflikt, kleine Konfliktprozess zu verbessern und zu schaffen. Ne? Ja, der ewige Friede, ja, eine wichtige Schrift von Immanuel Kant. Und ich würde mal sagen, es ist eine Vision von der Zukunft. Ja, und ich glaube, wir brauchen auch wieder eine Vision von der Zukunft, um vielleicht sowas wie einen ewigen Frieden, ewig ist vielleicht sehr hochgegriffen, ja, aber wir sprechen in der Forschung eher von einem nachhaltigen Frieden, ja, dass man versucht, die eigenen Maßnahmen, die eigenen Aktivitäten im politischen Bereich, im zivilgesellschaftlichen Bereich darauf auszurichten, dass das, was man tut, nachhaltigen Frieden schafft, dass da nicht wieder ein Rückfall in Gewalt entsteht,
und dass man dafür eben auch die strukturellen Voraussetzungen schafft. Und damit verbinden sich natürlich enorme Herausforderungen. Das haben wir gesehen bei den ganzen Friedensmissionen, die nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes auf EU-Ebene, auf UN-Ebene durchgeführt wurden. Wie schwierig das ist, mit wie vielen Rückschlägen man da leben muss, umgehen muss, aber auch, wie man sozusagen Perspektivwechsel vornehmen muss, die wir erst lernen müssen. Ja, und das ist zum Beispiel die Frage, wie gehen wir mit den Staaten des globalen Südens um? Hier gibt es noch sehr viel aufzuarbeiten, was als postkoloniale Debatte im Moment auch immer wieder bezeichnet wird, dass wir sozusagen diese Erfahrungen der Menschen im globalen Süden stärker in den Blick nehmen und sozusagen deren Bedürfnisse berücksichtigen und ihnen nicht unsere Sicht der Dinge, unsere Strukturen, unsere wirtschaftlichen Systeme, unsere gesellschaftlichen Systeme aufdrücken wollen, sondern dass man ihnen Respekt entgegenbringt. Wir hatten letztes Jahr in Münster eine Veranstaltung, da sprach die Friedensnobelpreisträgerin aus Liberia, Frau Ngobi, und die hat gesagt, das Wichtigste ist, was wir wollen, ist Würde. Wir wollen anerkannt werden und wir wollen sozusagen in Würde behandelt werden. Ja? Das war sozusagen ihr Diktum. Ja? Und ich glaube, das ist so eine große Herausforderung, vor der wir heute stehen. Vor allen Dingen, wenn wir dran denken, was uns sozusagen der Klimawandel und die Klimawandelfolgen noch an möglichen Konflikten bereiten werden. Das können wir im Moment noch gar nicht absehen. Da gibt es viele Spekulationen drüber und auch viele erste Erfahrungen, auch so von Entwicklungen in bestimmten Weltregionen, wo man die Folgen des Klimawandels schon deutlicher sieht. Aber welche dramatischen Folgen das haben wird, wenn der Klimawandel in der Weise fortschreitet, wie wir im Moment beobachten, ich glaube, da machen wir uns noch gar kein Bild von. Und von daher, wir sind sehr weit weg von diesem ewigen Frieden. Das Einzige, was wir versuchen können, ist sozusagen das, was wir tun, so zu organisieren, dass es zu einem nachhaltigen Frieden beiträgt. Vielen Dank. Also Ravier muss jetzt schon ein bisschen früher gehen, aber ein riesengroßes Dankeschön, dass du hier warst. Möchten Sie weitermachen? Ja, gerne. Ich sehe eine große Chance in Kooperationen statt Nationalbewusstsein. Ich finde gerade im Bereich Klimaschutz, Naturschutz, die Energiefrage, wir müssen viel mehr grenzüberschreitend denken. Wir müssen aber auch gerade bei diesen Fragen, das finde ich absolut richtig, unsere Vergangenheit, was den Neokolonialismus, was Rassismus betrifft, dabei im kritisch reflektieren, um nicht die gleichen Fehler von neuem zu machen. Ne? Also wenn Deutschland bestimmte Rohstoffe nicht hat und sie jetzt lukrativ sind zur Stromgewinnung für Wasserstoff oder anderes und dann jetzt Kontakte zu anderen Ländern herzustellen und den Rohstoff für die Industrienation abzubauen, damit die Industrienation ihr Niveau halten kann von Verbräuchen und Konsum. Das kann ja nicht die Lösung sein für ein friedliches Miteinander. Das friedliche Miteinander hängt für mich auch sehr damit zusammen, wie organisieren wir eine Wirtschaftsweise, die es den Menschen leicht macht, für sich zu entscheiden, hey, das geht auch mit ein bisschen weniger. Hey, das geht auch mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Und ich kann sehr viel tun, auch in diesem Bereich, um die Krisen nicht noch anzuschärfen. Ich kann sehr viel tun, um in dieser Haltung von wir sind ganz reich, wir müssen ganz reich bleiben, wir müssen ein starkes Industrieland bleiben und wir müssen unsere Arbeitskräfte halten. Dann muss ich mal gucken, auch kritisch gucken, was sind das dann für Arbeitsplätze? Und so, bevor ich jetzt abschweife in klimaschädliche Subventionen und andere Themen, die uns sehr belasten und die aber trotzdem zu lösen wären nach meiner Überzeugung und gut für die Menschen zu lösen wären, da müssen wir hinkommen und dafür müssen wir alle Kraft aufwenden, um das auch immer wieder zu thematisieren, auch wenn wir einen Koalitionspartner haben, der das nicht so gerne hört. Barbara, dann würde uns doch sehr interessieren, was Sie noch dazu zu sagen haben.
Ja, das ist eine ganz wunderbare Frage, weil die eine völlig andere Dimension in unser Gespräch bringt. Was ich von Ihnen gehört habe, ist, und das beschäftigt mich auch, ist diese ungeheure Komplexität der Aufgaben, die wir haben. Und dieser Ewigkeitsbegriff, den Sie haben, weist auf eine Dimension hin, die größer als das ist, was die Menschheit im Moment sein kann. Weil sie identifiziert ist mit Konzepten, das hat einen Bewusstseinsaspekt und braucht eine Bewusstseinsentwicklung in jedem einzelnen Menschen, dass im Grunde ganz klar sind, wir alle, ihr, ich, sie, wir sind größer als das, was wir im Moment hier sehen. Wir haben eine Individualität. Und wir sind auch nicht nur auf der Erde beheimatet, sondern ich bringe jetzt einfach mal den Begriff Spiritualität hinein, dass es etwas gibt, wo der Mensch eigentlich seine Heimat hat, die vielleicht gar nicht unbedingt nur auf der Erde ist. Er ist hier ein verkörpertes Wesen, aber es gibt vielleicht sowas wie Seele und Geist. Das würde ich einfach mal denken wollen an dieser Stelle. Und da fiel mir, als Sie diese Frage richten, zwei Momente ein, wo ich im Leben Ewigkeit erlebe. Das ist dann, wenn ein Kind geboren wird, also frisch geboren, hat Frieden. Und wenn ein Mensch aufgebahrt gestorben ist, da ist auch Frieden. Ob das ewig ist, das wissen wir nicht, aber zumindest ist es eine Wahrnehmung, die ich haben kann, wo ich auch wieder Fragen haben kann, was passiert denn mit dem Körper, was passiert mit der Seele? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind das Rätselfragen, die wenig Menschen beantworten, aber doch viele beschäftigen im Moment. Manche verdrängen es ganz gerne, aber es gibt diese zwei Tore in die Welt und aus der Welt und was ist dazwischen? Das kann man ja auch mal denken. Und diese Ewigkeit, die kann ich aber auch im Moment erleben, als in der Psychotherapie oder in der, im Coaching gibt es ganz viele Momente, wo man eine Wahrnehmungsschulung macht im Hier und Jetzt oder in einer tiefen Meditation oder Kontemplation, da wird Augenblick zur Ewigkeit. Das kann man erleben, wenn man da ein bisschen Praxis hat und aus dieser Stille heraus kommen oft Momente, wo einem gute Ideen kommen, die man noch nie gedacht hat. Und ich glaube, da liegt eigentlich in dieser Ruhe, wo man sagen kann, ich habe gern das Bild, in der Mitte vom Hurricane ist es still. Und wenn wir im Hurricane sind, in dieser Komplexität, dann kommen wir auf keine neue Idee. Und da ist, so bin ich in einer Gruppe, wo wir uns um solche Wahrnehmungsschulungen bemühen. Und ich glaube, das wäre zu allen äußeren Aktivitäten eine innere Entwicklung, eine Bewusstseinsentwicklung, die unerlässlich ist, um die Probleme der Zeit irgendwann zu lösen. Mandela war 27 oder 28 Jahre in Robben Island in einer Zelle und hatte keinen Kontakt zur Außenwelt noch zu anderen Menschen und musste auch sehr viel Gewalt vielleicht sogar ertragen oder ganz bestimmt. Und hat trotzdem diese Mitte gehalten und konnte nach seiner Freilassung, aufgrund der Übungen, die er dort gemacht hat, konnte er Präsident von Südafrika werden und sowas leisten, was er dann auch gemacht hat, dass er dieses Rugby-Spiel, was damals eigentlich ein großes Feuer hätte entzünden können, mit einer tiefen Weisheit gerettet hat und damit die Regenbogennation gegründet hat. Ja, lasst uns doch mal von dieser ewigen Komplexität, von dieser hohen Ebene ein bisschen runterkommen, den Traum der Utopie eines ewigen Friedens etwas zur Seite schieben und mal zu ein paar konkreten Fragen kommen. Und da würde ich bei Susanne, bei dir anfangen. Wie wird in deiner Fraktion im Bundestag um die Frage des Friedens gerungen und wie geht ihr als grüne Fraktion genau damit um? Es wird sehr hart darum gerungen. Es gibt gerade in den internationalen Konflikten, vor denen wir stehen, harte Auseinandersetzungen um die Frage, ich sage jetzt mal das Stichwort Waffenproduktion, Waffenlieferung.
Waffenproduktion, Waffenlieferungen haben immer, gerade heute in der Frankfurter Rundschau, wen es interessiert, die Frankfurter Rundschau hat eine hervorragende Serie über Friedensfähigkeit und Möglichkeiten, wie wir Frieden schaffen und wie wir uns für den Frieden einsetzen können. Gerade heute ein Artikel darüber, wie doppelbödig das ist, wenn ich Waffen produziere und wenn die Gewinnmarge gerade in der Waffenproduktion bei 40-50% liegt, dann heißt das nicht nur, dass Waffen produziert werden, sondern Waffen müssen aus Produkten hergestellt werden. Waffen schaffen auch im Einsatz natürlich immense Gewalt. Sie schaffen aber auch in der aktuellen Diskussion über CO2-Einsparungen, das mag jetzt lächerlich klingen, aber das ist eine dramatische Entwicklung, was ich heute gelesen habe. Aber dieser doppelte Boden ist natürlich, dass Waffen eingesetzt werden, dass sie erfordern, dass es immer neue Waffen geben muss. Und dass es natürlich auch eine Spirale von Gewalt erzeugt, weil ich mit Waffen versuche, den Frieden aufrechtzuerhalten. Und das ist unsere aktuelle Friedenspolitik. Wer abschreckt, da sind wir ja wieder, Kalter Krieg, wer abschreckt und die Maßnahmen und Möglichkeiten zur Abschreckung hat, ist geschützt und kann in Frieden leben. Von dieser irrigen Annahme sind wir ja schon mal weit weg gewesen und von dieser irrigen Annahme, da gab es die Friedensdemonstrationen, es gab viele in der Friedensbewegung, da sind wir auch leider weit weg. Ich höre immer wieder in Diskussionen, ja, wir würden gerne mit vielen Menschen darüber diskutieren, aber es kommen immer weniger oder es sind auch weniger engagiert. Das ist auch in der Politik ein großes Problem, aber das große Problem sind die Aggressoren, mit denen wir es zu tun haben und ist die schwierige Aufgabe, wie schafft man für die Gesellschaft Frieden? Und in der Ukraine ist es die Diskussion darum, Selenskyj ist im Bundestag gewesen, er hat gesagt, wenn mein Volk sagt, wir wollen keinen Krieg mehr, wir wollen Verhandlungen und wir wollen eine Lösung, dann ist das ein Angebot ans Volk, inwiefern das umgesetzt wird und inwiefern dieses Volk auch die Möglichkeit hat, das so mitzuentscheiden. Das versuchen wir zu begleiten, indem wir eine große Ukraine-Konferenz in Deutschland gehabt haben vor einigen Monaten. Wir haben alle auch in den Büros immer die Aufgabe und die Möglichkeit, Frauen, die hier leben, zu begleiten und ihnen eine Möglichkeit zu geben, außerhalb der Ukraine ihr Engagement aufrechtzuerhalten, auch für die zivilen Gruppen und auch natürlich für den Schutz von Kindern, für den Unterricht, für Kulturarbeit. Das läuft alles parallel. Aber wenn auf der anderen Seite jemand als Aggressor sitzt und sagt, ich bin an Verhandlungen nicht interessiert und ich will weitermachen, dann hat man eine schwierige Situation. Und dann hat man abzuwägen, liefern wir jetzt Waffen dahin? Was leisten diese Waffen? Leisten die eine Verteidigungsmöglichkeit? Leisten die eventuell auch eine Angriffsmöglichkeit? Das sind ganz, ganz schwierige und heikle Diskussionen. Und ich hätte mir in meinen jungen Jahren nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwann vor dieser Diskussion stehe oder dass ich jemals wieder vor diesen schwierigen Auseinandersetzungen stehe, dass wir einen Rückfall in solche Strukturen und in einen Rückfall in den Kalten Krieg haben. Aber wir müssen damit umgehen und wir müssen Entscheidungen treffen und wir müssen immer die Menschen im Blick haben. Du hast vorher schon mal angesprochen über deine Mitgliedschaft im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch schon darüber gesprochen, wie dieser Ausschuss den Frieden sichert oder zumindest etwas dafür tut. Was trägt denn Entwicklungszusammenarbeit ganz konkret zum Frieden bei? Das habe ich ja vorhin skizziert durch die Projekte, die wir finanzieren, über die GIZ, über die Kirchen, über viele Nichtregierungsorganisationen. Das ist ja ein super Wurf gewesen, dass die Entwicklungszusammenarbeit, damals hieß es Entwicklungshilfe, eigentlich eine lange Zeit in CSU-Hand, dass die nicht mehr bedeutet, dass wir mit deutschem Know-how und deutscher Industrie etwas in die anderen Länder transportieren und im Prinzip die deutsche Industrie davon profitiert, aber nicht die anderen Länder. Wir haben jetzt Nichtregierungsorganisationen, die finanziert werden mit Bundes- und in vielen Ländern auch mit Landesmitteln, die kirchlichen Träger, die finanziert werden mit Bundesmitteln. Und wir haben eine starke Organisation für Zivilgesellschaft und politische Kräfte an einem Tisch sitzen und gemeinsam daran arbeiten, dass so etwas
funktionieren kann. Und ich nenne jetzt einfach mal ein gewichtiges Beispiel aus Guatemala. Der Kollege aus Chile ist jetzt weg. Aber Guatemala ist so ein Beispiel. Da ist jetzt ein Präsident, der kämpft darum, dass seine Partei überhaupt als einen Fraktionsstatus in dem guatemaltekischen Parlament hat. Aber die Zusammenarbeit der vielen Länder, die dort mit indigenen Gruppen zusammengearbeitet haben, die für Landrechte gekämpft haben, die dafür gekämpft haben, dass nicht einfach abgebaut wird, Rohstoffe abgebaut werden, sondern dass es so etwas wie einen Schutzraum gibt, dass es juristische Entscheidungen gegeben hat und juristischen Beistand, um zum Beispiel vor Gerichtshöfen durchzusetzen, dass Menschen das Land gehört und dass sie nicht einfach enteignet werden können, damit da Minen entstehen oder damit Minen abgebaut werden und Grundwasser verseucht wird. Der Schutz des Regenwaldes, all das sind super tolle Beispiele. Agroforesting. Ich bin begeistert von dieser Idee dieses Australiers, dass man den Wald aufforstet, gleichzeitig aber landwirtschaftliche Produktion schafft. Und also es gibt so viele tolle Beispiele, die wir sehen und die ich auch kennenlerne, die so aufbauen und motivieren, dass mich das immer wieder bestärkt darin, es funktioniert das, es funktioniert was. Die Menschen müssen nur die Möglichkeiten bekommen. Und das muss auch, und das leistet auch diese internationale Zusammenarbeit, dass Menschen die Möglichkeit bekommen, da wo sie arbeiten. Was ich sehr bedauere, ist ganz oft diese Projektförderkulisse. Ne? Dann haben die ein, zwei Jahre die Projektmittel und dann heißt es ganz schnell wieder um neue Mittel kämpfen. Wir müssen, und das meine ich auch mit internationaler Zusammenarbeit und Kooperation, wir müssen dahin kommen, dass da eine langfristige Perspektive da ist. Der Klimaschutz lebt nicht von ein, zwei Jahren, der lebt von einer langfristigen Perspektive und von Schritten, die dahin kommen, dass wir die SDGs einhalten, dass wir die Klimaziele einhalten. Das funktioniert nicht so, wie wir Politik machen. Wir können nicht in zwei Jahren überlegen, wie viele Arbeitskräfte hat die Automobilindustrie, müssen die noch Verbrenner produzieren und müssen wir das bisschen, was wir verteilen können, müssen wir das nicht auch an alle verteilen, sodass auch noch die Heizungen mit Wasserstoff gefüttert werden. All diese Diskussionen sind so unsinnig, weil sie nicht auf 10 oder 15 oder 20 Jahre hin projizieren. Wofür müssen wir das prioritär einsetzen? Was sind die richtigen Maßnahmen? Und was soll am Ende dabei rauskommen? Wenn wir dahin kämen, wäre das super, aber die internationale Zusammenarbeit arbeitet tatsächlich auch an solchen Zielen und Maßnahmen und das finde ich sehr begeisternd. Ich habe noch eine Frage. Inwieweit wird bedacht, dass Waffenherstellung und auch Waffengebrauch im Moment, was das für den Klimaschutz gerade bedeutet? Das interessiert mich gerade. Inwiefern das seinen Niederschlag findet bei denjenigen, die damit mit Rüstungsindustrie verhandeln, das kann ich nicht sagen. Das ist vor allen Dingen im Bereich Verteidigungsministerium, das ist auch das Wirtschaftsministerium. Und wie flankierend andere Ausschüsse, andere Ministerien dafür sorgen, diese Diskussion hochzuhalten und diese Diskussion zu führen, aber sie wird auf jeden Fall in meiner Fraktion geführt. Gut, wenn es dazu aus der Runde keine weiteren Fragen mehr gibt. Es gibt noch eine Frage. Also ich denke, wichtig ist, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind natürlich sehr positive Beispiele jetzt aus der Entwicklungszusammenarbeit. Was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist sozusagen das reflexive Moment, ja, dass man darüber nachdenkt, welche Konsequenzen hat eigentlich das, was ich da tue, für die dortige Bevölkerung. Und es gibt ja dieses Prinzip des Do No Harm, ja, also keinen Schaden anrichten durch die eigene Aktivität. Und es gibt inzwischen auch sehr viel Widerstand oder sehr viel Widerspruch aus den Ländern des globalen Südens. Intellektuelle, die sagen, uns wäre lieber, ihr würdet eure Entwicklungszusammenarbeit einstellen, weil sie richtet bei uns mehr Schaden an. Ja, also ich will jetzt nicht wieder die ganzen Beispiele anbringen, die EU-Exportpolitik, die afrikanische Agrarwirtschaft kaputt macht und so weiter oder Textilproduktion kaputt macht. Ich denke nur, das ist sozusagen ein Momentum, was wir wieder noch stärker unterstützen müssen, dass wir sozusagen nach möglichen Konfliktfolgen auch fragen, die das eigene Tun hat.
und dass man genauer hinguckt, was wir eigentlich mit unseren Maßnahmen tun. Und da sozusagen so einen reflexiven Prozess einzubauen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Das würde ich unbedingt unterstützen, aber das tun wir. Ich würde deshalb unterscheiden wollen zwischen dem, was in Regierungszusammenarbeit mit Regierungsvertretern der einzelnen Länder abgesprochen und vertraglich geregelt wird, und das, was die Entwicklungshilfe leistet. Und sie leistet das oft im Widerspruch übrigens zu Regierungshandeln. Das darf man nicht unterschätzen. Die Arbeit, ich nenne ein Beispiel in Togo auf einem Marktplatz, da ist es mit Hilfe der GIZ, übrigens auch der EU, internationalen Zusammenarbeit und Frankreich, gelungen, einen Marktplatz neu aufzubauen für die Marktfrauen. Die haben das eingefordert. Die konnten sich aber nicht durchsetzen gegenüber ihrer Regierung und in der Kommune. Die GIZ gemeinsam mit der Botschaft, mit den Botschaften, muss man sagen, haben in Gesprächen erreicht, Mensch, wenn wir euch das da finanzieren und wenn wir damit dazu beitragen, dass diese Marktstände aufgebaut werden, dann garantiert ihr uns, dass diese Frauen eine Partizipationsmöglichkeit haben, dass sie beteiligt werden an solchen Prozessen. Wie soll das in unserer Kommune weitergehen? Welche Infrastruktur brauchen wir? Die Realität, da gebe ich Ihnen recht, und das ist ja leider immer noch Tatsache, wenn wir Weltbank und KfW sehen, die Realität ist, dass da ganz schnell breite Straßen gebaut werden, wo keiner Rücksicht darauf nimmt, was ist da für eine Wohnsituation, was ist da für eine Wohnkultur, wie laufen Kinder, wie laufen Frauen, um im Nahbereich zu verkaufen, Handel zu betreiben, um Ernährung zu sichern, um zur Schule zu gehen. Und wenn wir das begleiten in der Entwicklungszusammenarbeit und unterstützen, dann führt es dazu, ein anderes Dorf in Togo, da sitzen lauter Frauen jetzt im Gemeinderat. Und da sitzen die Frauen, wir sind da gewesen und haben uns mit denen unterhalten, und der Stellvertretende, das war wieder der Bürgermeister, saß da und hat uns empfangen. Diese Frauen haben es überhaupt nicht zugelassen. Was ich sonst immer erlebe, dass dieser stellvertretende Bürgermeister uns alles erklärte und erzählte. Die haben das Wort in die Hand genommen, weil sie die Möglichkeit jetzt hatten. Und die haben gesagt, und wir haben überhaupt keine Lust mehr, am Straßenrand die Männer zu beklatschen, die dann zu Wahlen auf großen Wagen sich präsentieren und uns sonst was erzählen. Und hier funktioniert die Müllabfuhr nicht, hier funktioniert die Schulbildung nicht, hier funktioniert nicht, wenn es geregnet hat, wie unsere Kinder in die Schule kommen, wie wir einkaufen können. Und das nehmen die jetzt in die Hand. Und ich würde mal sagen, das ist gut, dass wir da beteiligt sind, um gemeinsam nicht ihnen zu erklären, wie läuft das, wenn Frauen im Gemeinderat sind, aber mit kleinen Projekten vorher diese Frauen gestärkt haben, dass sie jetzt die Sache in die Hand nehmen. Und wenn ich sehe, was in Afghanistan gerade passiert, dann ist es doch gut, dass die GIZ entschieden hat, wir bleiben auch in diesem Land ein Partner für die Organisationen, die zum Beispiel Frauen unterstützen. Und es gibt ein Dorf, da haben wir ein Projekt, wo Frauen arbeiten und wo die Frauen nicht arbeiten können, wenn sie so verhüllt wären, wie das jetzt durch diese Ordnung da vorgesehen ist. Und sie dürften ja auch eigentlich nicht raus. Das ist eine Arbeit auf dem Feld, die können sie nur erfüllen, wenn sie nicht komplett verschleiert sind und wenn sie rausgehen. Und das sind Sachen, die halten vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen so etwas aufrecht, wie es gibt auch Alternativen in diesem Unterdrückungsmechanismus, die gibt es. Wir haben es noch nicht geschafft, das zu kippen, aber vielleicht gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo wir es kippen können, und dann tragen solche kleinen Projekte dazu bei. Ja, ein paar schöne Beispiele, die du da genannt hast, Susanne. Ich würde mal bei dir weitermachen, Barbara. Du hast etwa 10 Jahre in Namibia gelebt und bist weiterhin mit diesem Land eng verbunden. Eines deiner Themen ist die Versöhnung, wie wir vorher auch schon gehört haben. Was kannst du uns denn in Kürze dazu sagen, zu diesem Thema Versöhnung? Und welche Punkte haben im Prozess der Versöhnung im Süden Afrikas oder in Namibia, wo du warst, eine entscheidende Rolle gespielt? Das ist eine schwierige Frage, weil Namibia ist ein sehr, sehr vielschichtiges Land. Es gibt sehr viele
Organisationen, die auch Dinge tun, die Sie beschrieben haben. Die Unabhängigkeit war mit einer UNO-Friedenstruppe sehr, sehr friedlich verlaufen. Und Namibia ist eben ein, von der Bevölkerungsdichte her, ein sehr, sehr überschaubares Land, wo es schon zuvor, auch noch vor der Unabhängigkeit, unglaublich viele kleine Zellen von Begegnungen gab und Farmen, die Mitarbeiter beteiligt haben, wo Land auch zurückgegeben wurde, die Homelands, wo eine Heimindustrie entstand und wo Bildung auch in die Schulen getragen wurde. Zum Beispiel habe ich erlebt den Prozess an der deutschen Privatschule in Windhoek, wo schon ganz, ganz lange gab es einen Zwischenbereich, wo alle Zugang hatten, also alle anderen Stämme auch, also Ovambos, Hereros und all das, was, also wo möglich war, Bildung zu bekommen. Und Afrika braucht Bildung. Die braucht nicht gebildete Leute, die den anderen sagen, was sie tun können, sondern wie Sie es geschildert haben, es braucht kleine Zellen, wo Menschen etwas lernen, um die Grundbedürfnisse von Kindern und Menschen wirklich zu erfüllen, dass das eine Hilfe ist zur Selbsthilfe. Und ich fand, Namibia war da für mich ein ganz wunderbares Beispiel auch des Friedensprozesses, wo natürlich immer wieder, das sehen wir ja jetzt überall, die wirtschaftlichen Interessen der Industriestaaten sind nach wie vor neokolonialistisch. Das kann man nicht anders sagen. Wenn jetzt die Wüste, wenn da eben jetzt der Wasserstoff produziert wird, wenn Frankreich, was weiß ich, Öl bohrt in den schönsten Bereichen der Natur. Also Namibia ist ein so wunderschönes Naturland und um diese Natur, also wir haben von den Tieren gar nicht gesprochen, müssen wir alle bangen. Ich finde, die Namibier in dieser geringen Bevölkerungsdichte haben eine gute Zusammenarbeit, was leider schwierig ist, wenn dann Gelder aus Entwicklungsgelder kommen und die Korruption eintritt. Und in Afrika ist leider viel Korruption. Also es ist wie überall auf der Welt gar nicht einfach, wirklich diesen Wandel mit den Menschenrechten zu vereinbaren, weil so viele Faktoren da sind. Aber ich habe sehr gute Beispiele von Freunden, die ihre persönliche Farm in eine Gemeinschaftsinitiative umgearbeitet haben, wo Märkte entstehen. Also ich hätte für Namibia, habe ich viel Hoffnung, aber was dann eben wirtschaftlich jetzt passiert, das liegt ja gar nicht in der Hand der Menschen, die dort leben. Noch eine ganz kurze Frage an dich, abseits von unserem Hauptthema. Du hast für die Fortsetzung unseres Projektes Klaus Eurich nach Oldenburg eingeladen. Wahrer Friede beginnt in dir, ist dein Thema, worüber du ja auch vorher uns schon etwas erzählt hast. Einmal vielleicht für die Kamera oder auch für das Publikum, was wir heute haben. Wer ist Klaus Eurich und worauf dürfen wir uns bei ihm freuen? Ja, Klaus Eurich ist Professor für Journalismus an der TU in Dortmund gewesen, über 40 Jahre, ist jetzt emeritiert, ist aber sehr, sehr tätig. Also er war in der Friedensbewegung damals, auch als Studierender und oder Professor, hat er sich immer für Menschenrechte eingesetzt, für Frieden. Es gibt ein Buch von ihm von 2000, da geht es über die Kraft der Friedfertigkeit. Und Klaus Eurich ist ein für mich sehr innovativer Denker und Philosoph, der über ein profundes Wissen der Weltreligionen, der politischen Verhältnisse und des Journalismus, er hat also Journalisten ausgebildet, auch ethischer Journalismus, also für mich ein sehr ein Leuchtturm in der Szene von Berichterstattung,
mit einer gewissen Lebensethik. Also er hat die ganze Zeit wirklich eine Vorlesung über die Ethik gehalten, wo er verschiedene Denksysteme von Menschen, also wo er eigentlich das, was Menschen sich erarbeitet haben im Umgang mit sich und der Welt und dem Leben, sehr tief durchdacht haben. Und verfügt aber auch über eine Kontemplationslehrerausbildung, wo das, was ich vorhin beschrieben habe, also wo tatsächlich so die Stille in der eigenen Tiefe eine profunde Quelle ist für wirkliche Visionen. Und daher schätze ich ihn sehr und er war auch sehr bereit zu kommen damals, vor 12 Jahren, glaube ich, war das erste Mal hier. Er arbeitet sehr viel auch mit anderen, zum Beispiel mit einem Musiker, Markus Stockhausen, zusammen Vorträge und das in andere Kanäle in Musik auch ausdrücken. Und ich finde, er ist eine Bereicherung im Sinne des weiten Überblicks. Ja, gibt es noch Fragen und Anmerkungen von euch über Barbaras Beitrag? Ich wollte noch was ergänzen, und zwar Medien ist ein ganz wichtiges Thema. Journalismus steht ja heute auch vor der Herausforderung knapper Mittel. Es ist nicht mehr die Zeit da, so viele Reportagen zu machen. Trotzdem gibt es immer wieder auch Journalisten, die sich trotzdem Zeit nehmen können, bestimmte Dinge anders zu machen. Und ich möchte mal ein Beispiel erzählen, mit denen wir auch schon mal zusammengearbeitet haben. Das ist Peace Counts. Peace Counts sind Journalisten, die Reportagen in der Welt machen, wo sie nach Menschen suchen, die sich aktiv für Frieden einsetzen. Und dazu gibt es dann immer eine Fotoreportage und es gibt auch einen Text dazu. Und diese Peace Counts Journalisten haben das so als Ausstellung auch konzipiert, die auch schon durch die ganze Republik gewandert ist. Also es ist so ein wunderbares Beispiel, wie man mit Journalismus auch zeigen kann, wie man positiv Frieden schaffen kann. Ja, und ich glaube, dass unsere Medien manchmal gut daran täten, etwas konstruktiver sozusagen, gerade auch über Friedensprozesse zu berichten und auch positive Beispiele vorzuheben und nicht sozusagen die Sensationsmelle da, wo es kracht und da, wo Krieg ist, das ist sozusagen, steht im Mittelpunkt, sondern wir brauchen eben auch die Berichterstattung über sozusagen Friedensprozesse, über Menschen, die sich für Frieden einsetzen, um da auch mehr Verständnis zu erzeugen und auch sozusagen ein Ohnmachtsgefühl vorbeugen. Man kann ja nichts dagegen machen. Natürlich kann man was dagegen machen, im Kleinen wie im Großen. Also ich wollte noch auf einen Beitrag zu den Menschenrechten hinweisen, und zwar auf das Tanzprojekt in Bremen zu den Menschenrechten von Helge Burggrabe. Das ist in Mola entstanden, damals nach diesem Attentat dort, und ist sehr, sehr sehenswert, weil da mit jungen, also mit allen Generationen die Menschenrechte in Musik und Tanz umgesetzt wurden. Ich finde, die sollten wir noch erwähnen, denn das ist ja auch eine Frucht des Zweiten Weltkriegs. Thomas, wir machen bei dir weiter. Du bist Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Friedensforschung. Was hat eigentlich dazu geführt, dass Deutschland überhaupt so eine Stiftung gegründet hat? Und was sind eure oder speziell auch deine Aufgaben dort? Großes Thema, lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Die Stiftung ist im Jahr 2000 gegründet worden, als nach der rot-grünen Bundesregierung, die 1998 die Regierung übernommen hat, sozusagen eine neue Friedensarchitektur aufgebaut wurde in Deutschland. Infolge des Ende des Ost-West-Konfliktes, aber auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, der verschiedenen Kriege, muss man sagen, im ehemaligen Jugoslawien. Und da sind verschiedene Organisationen gegründet worden. Das ist der Zivile Friedensdienst, ist in dieser Zeit gegründet worden, oder auch das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, das seinen Sitz in Berlin hat.
Und sozusagen, wenn man so will, die dritte Komponente, eine Forschungsförderkomponente, wurde mit der Deutschen Stiftung Friedensforschung aufgebaut. Wir sind also eine Stiftung, wir fördern wissenschaftliche Projekte im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung. Und wir unterstützen als Stiftung eben auch den Transfer von Wissen aus der Forschung in die praktische Friedensarbeit, ja? Also sagen wir in die Politik oder auch in die Zivilgesellschaft oder das Beispiel, was ich vorher genannt habe, dass man das vielleicht auch für den Schulunterricht nutzen kann, dieses Wissen. Ja? Dass man das sind sicherlich einige Vermittlungsprozesse, sage ich mal, dazwischen, ja? Weil wissenschaftliche Ergebnisse sind ja nicht per se immer gleich so für jedermann verständlich und nachvollziehbar. Deswegen müssen die ja auch so ein bisschen aufbereitet werden in verschiedene Formen. Und das ist das, was wir mit unseren Projekten dann eben auch unterstützen, dass das passiert. Ja. Und naja, als Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Friedensforschung versucht man sozusagen, solche Projekte zu initiieren, ja, indem man Ausschreibungen generiert, indem man Förderprogramme anbietet. Das ist eine unserer Aufgaben, und die andere Aufgabe ist eben dann den Versuch, Dialogräume zu schaffen, Foren zu bieten im politischen Raum. Wir machen zum Beispiel parlamentarische Abende im Deutschen Bundestag. Ich hoffe, dass wir Sie da auch mal begrüßen können, wenn wir wieder mal einen in Berlin machen. Das sind so Dinge, die sozusagen mal einen Großteil meiner Arbeit ausmachen. Ich sehe, du hast da ein Buch dabei. Willst du mal das vielleicht hochhalten, damit dass man das sieht? Dabei handelt es sich nämlich um das aktuelle Friedensgutachten, was man auch auf der Website der Stiftung finden kann. Der Titel: Welt ohne Kompass. Was hat es sich damit auf sich? Warum ist unserer Welt der Kompass verloren gegangen? Ja, das Friedensgutachten wird von 4 großen Friedensforschungsinstituten in Deutschland erarbeitet, herausgegeben und enthält eben Beiträge zu Analysen von Konflikten, meistens mit bestimmten Themenschwerpunkten, mit aktuellen, aber auch mit sozusagen einer Perspektive auf die langfristigen Entwicklungen. Und zu jedem Kapitel gibt es eben auch entsprechende Empfehlungen. Was könnte die Politik tun? Ja, also Wissenschaft kann keine Küchenrezepte liefern, sondern sie kann nur Empfehlungen geben. Was muss man beachten? Was wären vielleicht geeignete Maßnahmen, oder dass man die Konsequenzen von bestimmten Maßnahmen aufzeigt? Ja, also Wissenschaftler sind nicht die Politiker. Die Politiker müssen die Entscheidung schon selber treffen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Und das Friedensgutachten ist eben die zentrale Publikation der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland, die auf diesen Transfer in die Öffentlichkeit und in die Politik ausgerichtet ist. Und ja, dass die Welt ihren Kompass verloren hat, hängt eben mit dem Rückfall in eine doch sehr hohe Anzahl von Gewaltkonflikten zusammen, mit Großkonflikten, ja, wie der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, wie im Sudan, mit teilweise genozidalen Auswirkungen, sei es in Palästina, in Israel-Palästina-Krieg, den wir im Moment haben über den Gazastreifen. Und gleichzeitig sozusagen auf der Führungsebene sich der Vereinten Nationen oder beziehungsweise der Führungsebene großer Player in der Weltpolitik hat sich sehr viel verschoben in den letzten Jahren. Ja. Und es fehlt eben das, was wir nach dem Ende des Ost-West-Konflikts uns erhofft haben, dass wir eine Friedensdividende kriegen werden, dass wir sozusagen mehr Kooperation in der internationalen Politik haben werden, dass wir Instrumente schaffen, mit denen man Konflikte beilegen kann, einhegen kann, ja, und vielleicht nachhaltigen Frieden schaffen kann über internationale Friedensmissionen. Die UN hat das über lange Jahre teilweise auch sehr erfolgreich gemacht. Ja, und all das, was wir uns aufgebaut haben an völkerrechtlichen Maßstäben, die gelten sollen, ja, mit einer großen Verbindlichkeit nach Möglichkeit auch. Ja. All das ist in den letzten Jahren zerbröselt. Ein anderes Beispiel ist die ganze Rüstungskontrolle. Ja.
Wir hatten nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes erreicht, dass abgerüstet wird. Ja. Das erste Mal seit vielen Jahrzehnten, dass wirklich abgerüstet wurde. Man sieht, Russland hat eben nicht abgerüstet, die haben ihre Panzer nur irgendwo anders hingestellt. Ja. Es muss also auch echte Abrüstung geben. Und all diese Abrüstungsverträge, Vereinbarungen, die man getroffen hat, sind über die Jahre hin erodiert und haben ihre Wirksamkeit zum Teil verloren. Und all das sind Prozesse, wo die Welt sozusagen in vielen, vielen Bereichen in eine ungewisse Zukunft reinstolpert, ja, ohne dass wir die entsprechenden Strukturen, ohne dass wir die entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten haben, auf internationaler Ebene all diese Probleme anzugehen und zu lösen. Ja. Deswegen, die Welt hat keinen Kompass mehr im Moment, ja, sondern es ist ganz schwierig vorauszusagen, in welche Richtung wird sich die politische Entwicklung oder wird sich die Politik, die internationale Politik entwickeln. Und diese Ungewissheit und diese Orientierungslosigkeit, auch diese Kurzfristigkeit im Denken und so weiter, die sich damit verbindet, all das müssen wir überwinden. Wollen wir wirklich die großen Herausforderungen, die vor uns stehen, auch nur annähernd bewältigen? Eine letzte Frage noch an dich, Thomas. Welche Projekte stehen in eurer Arbeit und in eurer Stiftung im Moment im Fokus? Ja, wir haben verschiedene Förderprogramme, die wir anbieten. Das eine ist die offene Förderung, das heißt, man kann sozusagen zu ganz unterschiedlichen Themen, die sich mit Fragen von Frieden und Konflikt befassen, Anträge bei uns stellen. Das reicht also von, wenn man jetzt die wissenschaftlichen Fachdisziplinen nimmt, von der Philosophie bis zu den Naturwissenschaften, die Physik, Biologie und so weiter. Alle stellen da bei uns Anträge. Auf der anderen Seite haben wir die thematischen Förderlinien, wo wir besondere Akzente setzen wollen, wo wir sagen, da ist ein besonderer Forschungsbedarf. Und wir haben dafür ein Instrument, die thematischen Förderlinien. Und die haben sich in den letzten Jahren mit all diesen Themenfeldern befasst, wo wir große politische, gesellschaftliche, aber auch friedenspolitische Herausforderungen sehen, sei es bei Emerging Technologies, ja, also bei neuen Technologien, die entstehen, die sozusagen auch in Waffenentwicklungen münden. Dann die Frage von Digitalisierung, ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt noch heute gar nicht besprochen haben, ja, wie wir eigentlich mit Gewalt im Internet umgehen und wie sozusagen hier sozusagen durch die derzeitigen Strukturen sich gesellschaftliche Konflikte auftun und Hassrede und alle möglichen Rassismen und so weiter Verbreitung finden. Also die Ambivalenzen dieser Digitalisierung war Thema unserer Förderlinie und dann hat man jetzt eben eine Förderlinie ausgeschrieben zum Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. Und das nächste, die jetzt gerade angelaufen ist, sind die Reaktionen auf die Klimakrise. Also was passiert eigentlich durch die Maßnahmen, die man jetzt ergreift, um die Klimawandelfolgen einzudämmen oder mit ihnen umgehen zu können, sozusagen diese ganzen Anpassungsprozesse, die stattfinden, welche Konfliktfolgen haben die dann eigentlich ihrerseits wieder? Ja? Und das Beispiel, was davor auch Javier schon gesagt hat, ja, in Chile zum Beispiel die ganze Lithiumproduktion und so weiter, dass wir uns da mehr Gedanken drüber machen müssen, über die Folgen eigentlich auch der Adaptionsprozesse an den Klimawandel, die eben nicht nur aus unserer Perspektive gelöst werden können, sondern wir müssen da auch andere Akteure mit ins Boot nehmen. Also das ist nur mal so ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir an Projekten fördern. Dazu kommen natürlich ganz viele Projekte, die sich mit Fragen von Gewaltprävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle beschäftigen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum. Okay, dann kommen wir jetzt zur Schlussrunde. Was nehmt ihr aus dieser vielfältigen und sicherlich nicht alltäglichen Gesprächsrunde mit? Da kann auch, wollen Sie anfangen vielleicht? Ja, ich nehme mit, dass es erstens ein großes Interesse an diesen ganzen Themen gibt und wir müssen uns, glaube ich, intensiver wieder damit beschäftigen und wir müssen auch schauen, dass wir über all diese Fragen von Krieg und Frieden stärker miteinander wieder ins Gespräch, in Dialog kommen. Und ich glaube, wir müssen da in der Zukunft noch ein bisschen stärker diese Dinge voranbringen, gerade auch im Bildungsbereich
Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ich solche Gelegenheiten habe, unsere Arbeit so ein bisschen vorzustellen und auch zu diskutieren über bestimmte Fragen, die sich aus dem Thema ergeben. Und ja, insofern vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, also ich bin sehr, sehr froh über eure Fragen. Ich wollte euch ein großes Kompliment machen. Das sind super Fragen gewesen für mich, die mir so viel Gedanken gegeben haben, wo ich merke, ah ja, das sind so wichtige Fragen und ich finde das ganz toll, dass ihr die aufgeworfen habt. Ich freue mich auch, dass ich sie und euch alle kennengelernt habe und ich glaube wirklich, wir müssen da weitermachen, dass wir tätig werden in kleinen Schritten, aber diese Informationen, die Sie und Sie gegeben haben, das ist einfach sehr, sehr wichtig und ich denke, das sollten wir auch fortsetzen, vielleicht auch ohne Kamera mal. Ich nehme mit, dass wir darüber gesprochen haben und Zeit dafür hatten, dass junge Menschen die Fragen gestellt haben und dass hier ein Publikum an einem Sonnabendnachmittag sitzt, altersgemischt, aber an einem Sonnabendnachmittag diese Fragen interessant begleitet hat und uns zugehört haben. Dafür herzlichen Dank an Sie, dafür, dass das organisiert worden ist. Es ist so wichtig, dass man dieses Angebot macht. Wir haben ja auch auf anderer Ebene miteinander gesprochen über dieses Thema Frieden, was können wir denn tun? Und es ist nochmal sehr angenehm, das auch mit nach Berlin zu nehmen. Es stützt jeden Einzelnen von uns, die hier sitzen, in der Arbeit, im Berufsleben, im Austausch mit anderen Menschen. Und deshalb nehme ich das als motivierend mit und ich nehme das als unterstützend mit und sage auch, die das alle technisch heute begleitet haben, ein herzliches Dankeschön. Das hat mir sehr gut getan. Zum Abschluss bitten wir euch noch um ein ganz kurzes Statement, und zwar, was können wir eigentlich als junge Menschen ganz konkret für den Frieden tun? Mischt euch ein, bleibt engagiert und geht daran, wo Entscheidungen getroffen werden und geht in die kritische Auseinandersetzung mit denjenigen, die auch vielleicht nach eurer Sicht die falschen Entscheidungen treffen. Ja, ich denke, es sind unterschiedliche Generationen. Ihr habt andere Zugänge, wo ihr aktiv sein könnt. Ich denke jetzt gerade an soziale Medien und so weiter. Und das ist ein wichtiges Feld, wo ihr euch einbringen könnt und wo ihr auch eine große Rolle habt, eine große Verantwortung habt letzten Endes, dass diese Themen dort vorkommen und dass man sich da kritisch miteinander auseinandersetzt. Ich habe mir im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht und habe mich wieder mal bei Mandela beraten. Und Mandela hat hier so, da gibt es ein schönes Buch von ihm und er sagt, die Zukunft gehört der Jugend, die gehört euch. Und von der Jugend von heute würde ich mir eines wünschen, dass sie Regisseure in ihrem eigenen Leben sind. Und dann hat er noch was Schönes anderes gesagt. Ich muss hier was ins Mikrofon. Ja, kommt, ja. Die Zukunft gehört der Jugend, nicht wenige von uns nähern sich allmählich dem Ende ihrer politischen Karriere. Daher muss die Jugend übernehmen und sie muss die unverzichtbare Grundbedingung für den Frieden anstreben, Einheit in der Vielfalt zu suchen und tragfähige Wege, dieses Ziel zu erreichen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Frieden ist und bleibt ein wichtiges Thema und eine große Aufgabe und jeder und jede kann etwas dafür tun.